Hör auf, mich die ganze Zeit zu ärgern. Der Liebe, hallo. Ich wurde heute von einem Baum angegriffen. Peace, Leute. Was geht? Hallo, Kissen. Hallo. So, herzlich willkommen. Wir wollen heute ein cooles Spiel spielen. Und zwar, wer kann Anime, Kinder und Disney-Songs an Emojis erraten? Bist du bereit zu verlieren? Lass uns anfangen. Ja. Ich habe meine Rätsel extra sehr einfach gemacht. Ja, ja. Pressure is on, ey. Das ist so, das darfst du nicht sagen. Du musst doch sagen, das ist voll schwer, meine, wenn du es sind nicht so errätst. Super einfach. So richtig einfach. Soll ich anfangen? Okay. Ich zeig dir. Oh, hier wird's wirklich voll Angst. Ich hasse es. Ich weiß auch, was du meinst. Are you ready? Ja. Also, du schickst sie mir jetzt als ob. Natürlich. Okay, warte. Es ist auf jeden Fall Löwen. Der ewige Kreis? Ja. Yes! Oh mein Gott, wie gut bin ich? Dein Löwe und ein Kreis. Das ist der ewige Kreis. Jetzt kann mir sowieso nichts mehr passieren, weil ich jetzt schon das erste gewonnen habe. Aber mir ist das ein bisschen so anstrengend. Ich zeig dir das einfach. Okay, ich will dir die nicht einzeln schicken. Okay, das erste. The fuck? Glitzer, nein, Gesicht. Okay, du hast drei Versuche, ne? Oh, das erste ist nur das erste, nicht die darunter, nur das erste. Ach so, nur das erste? Nur das erste. Shiny. Ja, habe ich dir schon vorgesagt vorhin, deswegen wusstest du das, ne? Selber schuld, wenn du welche nimmst, die wir besprochen haben. Ich schick dir das, ich schick dir, ich bleib hier konsequent. Was? Es sind vier Enten. Also eine Ente und drei Küken. Ja. Ist das aus einem Disney-Film? Klatscht gleich. Okay, pass auf. Das ist eine ältere Ente und drei jüngere Enten. Das hässliche Entlein. Und die sind, guck mal, die sind gerade auf dem Weg, die erleben Abenteuer. Man könnte das sagen, Abenteuer der großen Ente. Man könnte sagen, sie schreiben Geschichten. Enten, die Geschichten erleben. Was heißt Ente? DuckTales! Oh mein Gott! Das hast du nicht erraten. Aber, doch habe ich. Nein. Hier oben ist eine Paul. Nein! Ich erraten, nein! Nicht? Ey, weil ich das verraten warum habe. Warum hast du das verraten? Du hast nicht gesagt DuckTales. Kamen diese Worte aus deinem Mund? Nein. Geh doch weg. Ja. Okay, das zweite jetzt. Ah, ich will keinen Mann von Herkules. What? Ja! Riesig. Oh nein, niemals, nie im Leben nicht so. Du wirst schon sehen, sag. Okay. Der Liebe, hallo! Okay, jetzt kriegst du was Schwereres und das werde ich dir, da werde ich dir nicht helfen. Bist du bereit? Ja. Sonnenblumen. Musik? Sonnenblumenmusik? Hä? Es ist ja keine Sonnenblume, es ist eine Sonne und eine Blume. Okay, kannst du mir bitte wenigstens sagen, aus welchem, ob das Disney oder... Das ist Disney, es ist Disney. Mann, oh, ich habe gar keine Ahnung, ich weiß nicht. Gibst du auf? Nein, nein, als ob ich aufgeben würde. Können wir es so machen, dass man so drei Fragen stellen darf? Ich habe gar keine Ahnung. Das geht aber dann einen halben Punkt Abzug. Nein. Doch, das ist quasi der Joker. Du sagst, ich möchte gerne die drei Fragen stellen und dann wird dir automatisch einen halben Punkt abgezogen, falls du gewinnst. Wird dir einen halben Punkt abgezogen. Fräulein. Oh Mann, okay, aber da muss ich halt meinen halben Punkt bezahlen, weil okay, ich gar keine Ahnung habe. Okay, ist es von einem Disney-Prinzessinnen-Film? Ja. Hä? Ich hab gar... Welcher ist denn mit Blumen? Hä? Ist es aus Rapunzel? Ja. Hä? Okay, wie viele Lieder gibt's denn Rapunzel? Es gibt ja nicht so viele. Hä? Ist das dieses, wo sie auf dem Wasser sind? Ist das deine Auflösung? Nein, jetzt habe ich Angst, dass es das nicht ist. Okay, We Have a Dream oder so, das kann's ja nicht sein, weil da sind keine Blumen drin. Es gibt noch dieses am Ende. Endlich sehe ich das Licht und die Schatten. Das ist das, wo sie auf dem Wasser rüber sind. Da ist kein Wasser. Also kann's das auch nicht sein. Und dann gibt's noch das erste. Wann fängt mein Leben an? Das ist auch nicht. Gibst du auf? Ja. Nein, nein, als ob ich aufgeben würde. Flower Glee. Nein! Let your power shine. Boah, lösch dich doch, ey. Du kannst mich mal. Ja, das nächste, weißt du, findest du jetzt sowieso sofort wieder raus, weil das voll einfach ist. Gummibären. Gummibären. Ja, das war das Falsche, das war ich das da drüber. Ach so, aber egal, ja, das zählt. Da hab ich. Gummibären. Komm, ich mach sie jetzt richtig einfach, okay? Mann, ich kann schon eh nicht mehr gewinnen, ey. Ich hab schon gar keinen Bock mehr. Es ist so einfach, ich schwöre. Auf Konora. Nicholas, whatever, yeah. Up to the test. When things go wrong. Yes, cool. Tada. Ich nehme jetzt einfach das da drüber, ne? Das da drüber.
andere sehen. Oh Mann! Ich wünschte, ich hätte es schwerere genommen. Ja, richtig. Yeah. Ich hoffe einfach, du errätst das nächste nicht, ey, damit ich auch mal einen Moment des Triumphes habe. Mein letztes, okay? Ja. Ist ein bisschen länger. Ich glaube, ich mache das eine Zeichen beim letzten. Oh, ich weiß es aber. Und zwar ist es, sei hier Gast, ne? Richtig. Hast du die Gurke bemerkt? Ich mach das letzte jetzt für dich schwerer. Nee, du hast es schon aufgeschrieben. Es wird nicht geschummelt. Wenn du auch verlierst, dann ist es nämlich aber unentschieden. Dann können wir nämlich noch einen Stich machen. Als ob ich jetzt mitgezählt habe. Ich weiß eh, dass ich die Beste bin. What the fuck? Du kannst natürlich auch einen halben Punkt opfern, wenn du nicht alleine drauf kommst und du Hilfe brauchst. Okay, ich opfere einen halben Punkt. Ist es Disney? Nein. Ich spüre den Sieg unter meinen Fingernägeln. Aber du kennst es auf jeden Fall. Ich kenne das auf jeden Fall. Also Millionen, Trillionen auf Konoha. Okay. Zwei Fragen hast du noch. Zwei Fragen habe ich noch. Ist es ein Anime-Opening? Ja. Ich genieße das gerade so, Leute. Ich weiß eh, dass ich die Wette bin. Sag das Zauberwort. Ja! Oh mein Gott! Nein! Wieso ist das? Ja! Nein! Mano. Na toll. Mal wieder habe ich eins dieser Scheißspiele verloren. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare. Ihr könnt ja mal in die. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das erwartet habt. Und Kissen, danke, dass du da warst. Pass mal auf, ja? Hör auf, mich die ganze Zeit zu ärgern. Dann hör auf, mich fertig zu machen. Ja, dann spiel besser. Dann such dir keine Spiele aus, die ich automatisch gewinne. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für eine Bestrafung ich jetzt tun könnte. Ja, genau. Und dann filme ich das vielleicht irgendwann mal in einer Insta-Story. Nee, das kommt dann schön als eigenes YouTube-Video. Das ist dann für Horrorkissen, die Beste ist. Ich habe verloren. Ja, ja. Das ist meine Tschüss, Strafe. Tschüss, Leute! Tschüss!